Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal xPlayerGame1. Und zwar heute geht es mal um eine neue. Es gibt ein neues Video. Mass Effect spielen wir heute. Mass Effect 1, um ehrlich zu sein. Wir gehen mal auf neue Karriere starten. Willkommen in der Datenbank des Allianz-Militärs. Geheime Informationen angefordert. Mit Datenbank verbinden. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Ich würde schon wie Shepard aussehen wollen. Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Ich, da alle inzwischen auch auf YouTube gefühlt meinen Namen kennen, der war mich ja Martin Shepard, obwohl, nee, mach mal Pascal, ich finde Pascal den Namen ist der schöner Name. Pascal Shepard sind wir. Profilwiederherstellung beendet. Profilwiederherstellung. Zur Profilzusammenfassung. Name Pascal Shepard, Herkunft von der Erde. Reputation. Einzig Überlebender, klasse Soldat. Wir spielen in Mass Effect einen, das ist der Protagonist hier. Und wir spielen diesen jungen Herrn, der letztendlich erklärt sich alles selber. Ich habe den damals auch einfach in Mass Effect 3 und habe Enter gedrückt und habe gewartet, bis da irgendwas passiert. Kurz vorab, dieses Game ist ein Roleplay. Also ihr habt wirklich haufenweise Story drin. Und dann habt ihr nebenbei noch so einen Ego-Shooter und ich finde das extrem geil. Sag ich mal ein Shooter-Game, ich finde das extrem geil. Ich gehe mal auf Annehmen und ich werde nachher in einer Sequenz auch das Video beenden, um euch das Ganze auch ein bisschen spannend zu machen. Wir machen hieraus bestimmt mehr als 20 Teile. Identifikation bestätigt. Kampfschwierigkeit. Ich mach mal Kampfschwierigkeit statt nochmal auf leicht, weil ich eher derjenige bin, der nicht so, sag ich mal, brutal. Ja. Annehmen. Jetzt geht's los. Ich habe meine Fresse auch während der Ladesequenzen. Viel Spaß. Was wissen wir über Shepard? Er wurde auf der Erde geboren. Über seine Familie gibt es keinen Eintrag. Er hat keine. Er ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Er hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Er musste mit ansehen, wie seine ganze Einheit auf Arkuse starb. Er könnte ein emotionales Trauma dabei erlitten haben. Fast alle Soldaten haben ein Trauma. Shepard ist ein Überlebenskämpfer. Wollen wir eine solche Person wirklich die Galaxie beschützen lassen? Nur solche Personen können überhaupt die Galaxie beschützen. Ich stimme dafür. Falls ihr jetzt denkt, dass ich das nicht durchlese, ich weiß es, dass ich da nach der Hälfte jetzt aufhören würde, weil es zu schnell ist. Mass Effect. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Commander? Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektor. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke, check. Navigationssystem, check.
Interner Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Captain wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Niles hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Spectres immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen. An der Stelle kann ich auch jetzt aussuchen, was wie Shepard reagieren soll. Und ich werde jetzt mal mit... Ach, ich bin einfach mal ich. Genug, das reicht. Sie sind Soldaten, also benehmen Sie sich auch wie Soldaten. Tut mir leid, Commander. Joker, Statusbericht. Sind gerade am Massenportal vorbei, Captain. Die Tarnsysteme sind aktiviert. Alles in Ordnung. Gut. Dann finden Sie eine Kombarke und locken uns ins Netzwerk ein. Ich will, dass die Missionsberichte an die Allianz übermittelt werden, bevor wir Eden Prime erreichen. Jawohl, Captain. Nur zur Info, Sir. Niles scheint Sie heimsuchen zu wollen. Er ist schon hier, Lieutenant. Commander Shepard soll zu einem Briefing in den Kommunikationsraum kommen. Richten Sie das aus, jetzt. Alles klar, Commander? Er klingt verärgert. Vielleicht ist irgendetwas bei dieser Mission schiefgelaufen. Wenn der Captain mit mir spricht, klingt er immer so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Das ist jetzt nochmal, um kurz aufzuklären. Das ist die Normandy, die das Schiff vom Haupt, sag ich mal, Spiel. Das ist quasi die Hauptbasis. Man befindet sich meistens auf die Normandy und wenn ich nicht. Vorbei, als wenn er auf einer Mission wäre. Er ist ein Spectre, die sind immer auf Mission. Glückwunsch, Commander. Das scheint eine ruhige Aktion gewesen zu sein. Werden Sie jetzt unten den Captain treffen? Sie scheinen unserem turianischen Gast nicht zu trauen, oder? Tut mir leid, Commander. Ich habe mich gerade mit Adams unterhalten. Ich wollte keine Probleme machen. Aber irgendetwas ist schon komisch an dieser Mission. Die ganze Crew hat etwas bemerkt. Glauben Sie, dass die Allianz uns etwas vorenthält? Wenn wir einfach nur unser IES-Tarnsystem testen sollen, wieso hat dann Captain Anderson das Kommando? Und die Anwesenheit von Niles ist auch merkwürdig. Die Spectres sind Elite-Einheiten, Top-Undercover-Agenten. Warum sollten sie einen turianischen Spectre auf einen Testflug schicken? Das scheint keinen Sinn zu ergeben. Ich werde den Captain danach fragen, wenn ich ihn sehe. Viel Glück, Commander! So, und so kann man mit E hier quasi reden. Ich nebenbei spiele mit Tastatur. Dann wollen wir mal zu Anderson, damit er nicht so... Anderson ist im Übrigen der nette da vorne. Ist eigentlich Niles, aber auch in Ordnung. Drücken wir einfach mal E. Wir müssen mit ihnen reden. Commander Shepard, ich hoffte, Sie hier allein zu treffen. So können wir ungestört sprechen. Worum geht es? Ich habe ein besonderes Interesse an der vor uns liegenden Welt, Eden Prime. Es soll sehr schön dort sein. Man hält es sogar für ein Paradies. Ja, ein Paradies. Friedlich, ruhig, sicher. Eden Prime ist für ihr Volk eine Art Symbol geworden, oder? Der Beweis, dass die Menschheit in der Lage ist, Kolonien in der ganzen Galaxie zu gründen und zu schützen. Aber wie sicher ist es dort wirklich? Versuchen Sie mich einzuschüchtern, Spectre. Ihre Leute gelten immer noch als Neuankömmlinge, Shepard. Die Galaxie kann ein sehr gefährlicher Ort sein. Ist die Allianz wirklich bereit dafür? Wir sollten dem Commander jetzt erzählen, was wirklich vor sich geht. Diese Mission wird alles andere als ein Testflug. Das habe ich mir auch schon zusammengereimt. Wir werden eine geheime Bergungsoperation auf Eden Prime durchführen. Dafür brauchen wir funktionstüchtige Tarnsysteme. Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen, Captain.
Das kommt von ganz oben, Commander. Es sollten nicht mehr Informationen als unbedingt notwendig bekannt werden. Ein Forschungsteam hat bei Ausgrabungen auf Eden Prime eine Art Sender entdeckt. Einen proteanischen Sender. Ich dachte, die Proteaner wären vor 50.000 Jahren verschwunden. Ja, aber ihr Erbe ist noch da. Die Massenportale, die Zitadelle, das alles basiert auf proteanischer Technologie. Das ist eine bedeutende Sache, Shepard. Das letzte Mal, als die Menschheit etwas Ähnliches entdeckte, machte die Technologie einen Entwicklungssprung von 200 Jahren. Auf Eden Prime gibt es keine Möglichkeit, mit so einer Sache fertig zu werden. Der Sender muss für weitere Untersuchungen zur Zitadelle gebracht werden. Hier geht es offensichtlich um mehr als die Interessen der Menschen, Commander. Diese Entdeckung könnte alle Völker im Ratssektor betreffen. Alle Völker im Ratssektor. Warum haben wir den Fund des Senders nicht für uns behalten? Die Menschen haben nicht den besten Ruf. Einige Völker halten sie für selbstsüchtig und unberechenbar und zu eigenständig oder sogar gefährlich. Indem wir den Sender zur Verfügung stellen, verbessern wir die Beziehungen zum Rat. Außerdem brauchen wir ihr technisches Wissen. Sie wissen einfach mehr über die Proteane als wir. Der Sender ist nicht der einzige Grund, warum ich hier bin, Shepard. Nihlus möchte Sie im Einsatz beobachten, Commander. Er soll Sie beurteilen. Seit wann müssen wir uns vor den Spectres verantworten? Sie sind klug genug, um zu wissen, wie die Dinge laufen, Commander. Die Allianz ist schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Die Menschen wollen eine größere Rolle in der interstellaren Politik spielen. Wir wollen mehr Macht im Zitadellrat. Die Spectres repräsentieren die Macht und Autorität des Rates. Wenn sie einen Menschen aufnehmen, sagt das viel über den Fortschritt der Allianz aus. Nicht viele, die auf Akuse dabei waren, haben überlebt. Sie haben einen unglaublichen Überlebenswillen gezeigt. Ein sehr praktisches Talent. Darum habe ich sie in die Kandidatenliste für die Spectres eingetragen. Warum sollte ein Turianer wollen, dass ein Mensch zum Spectre ernannt wird? Nicht alle Turianer haben Ressentiments gegenüber den Menschen. Einige von uns sehen sogar das Potenzial ihres Volkes. Wir sehen, was sie der Galaxie bieten können und den Spectres. Wir sind eine Elite-Truppe. Es gibt nicht viele, die ausreichend Fähigkeiten für unsere Ansprüche haben. Es ist mir egal, dass Sie ein Mensch sind, Shepard. Was zählt, ist, dass Sie für den Job qualifiziert sind. Es wäre eine gute Sache für die Allianz. Es ist eine Chance für die Erde, Shepard. Wir verlassen uns auf Sie. Ich muss mir ein eigenes Bild Ihrer Fähigkeiten machen, Commander. Eden Prime wird die erste Station einer Reihe von Missionen sein. Sie übernehmen das Kommando über das Bodenteam. Sichern Sie den Sender und bringen Sie ihn unverzüglich zurück zum Schiff. Nihlus wird Sie begleiten und die Mission beobachten. Erwarte Ihre Befehle, Captain. Wir sind bald in... Captain, wir haben ein Problem! Was ist los, Joker? Eine Übertragung von Eden Prime. Das sollten Sie sich ansehen. Bringen Sie es auf den Bildschirm. Runter jetzt! Wir werden angegriffen! Erleiden schwere Verluste! Verschiedene Punkte! Danach bricht es ab. Keine Kommunikation mehr. Nichts. Zurück und bei 38,5 halten. Statusbericht. Noch 17 Minuten, Captain. Keine anderen Schiffe der Allianz in diesem Sektor. Bringen Sie uns runter, Joker. Schnell und leise. Diese Mission ist um einiges komplizierter geworden. Ein kleines Einsatzteam kann sich schnell und unerkannt bewegen. Das ist die beste Möglichkeit, den Sender zu bergen. Holen Sie Ihre Ausrüstung. Wir treffen uns im Frachtraum. Lassen Sie Alenko und Jenkins sich fertig machen, Commander. Sie gehen runter.
Tarnsysteme werden aktiviert. Das sind verdammt gewaltige Grabungsarbeiten, Captain. Ihr Team ist das Wichtigste bei dieser Operation, Commander. Gehen Sie direkt runter und machen Sie sich auf zur Ausgrabungsstätte. Was ist mit Überlebenden, Captain? Die Hilfe für Überlebende ist ein sekundäres Missionsziel. Der Sender hat höchste Priorität. Nähern uns Landestelle 1. Niles, kommen Sie mit uns? Ich bin alleine schneller. Niles wird vor Ihnen auskundschaften. Er gibt Ihnen Statusberichte zur Mission durch. Ansonsten will ich, dass Funkstille herrscht. Er kann auf uns hören. Er kann sich auf uns verlassen. Von hier aus übernehmen Sie, Shepard. Viel Glück! Nähern uns Landestelle 2. Der Bereich um das Schiff ist sicher, Commander. Wir haben Richard, Jacobs. Hier ist es wirklich schlimm, Commander. Überall Feinde. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Na, Mass Effect, ich liebe dich. Ich habe Mass Effect 1 schon immer gemocht, aber das mit der Abklingzeit fand ich immer scheiße hier. Werdet ihr nachher merken, wenn ihr im nächsten Part wieder einschaltet. Ich habe euch jetzt einmal den Prolog eingespielt. Ich werde an dieser Stelle hier die Aufnahme jetzt auch einmal in der Tat mal abbrechen. Grund dafür ist, dass ich ein bisschen, wie gesagt, die Spannung auch aufhalten möchte. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch denn noch einen schönen Tag. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Euer Player Gamer.